Mark, what's your ETA? I'm heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Got it. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wie ihr es oben schon sehen könnt, habe ich mir gerade Anno 2205 geshoppt. Und zwar die komplette Collector's Edition mit allen DLCs. Die gibt es nämlich gerade bei Ubisoft im Store im Angebot. Da gibt es ganz viele E3-Angebote, alle möglichen Spiele sind da reduziert und unter anderem auch die Collector's Edition von Anno 2205. Ja, ich habe gedacht, ich schaue mal mit euch zusammen rein. Wir gucken mal, wie lange wir das mit dem Let's Play dann machen. Ob ich vielleicht zwischendurch mal ein bisschen Zeitraffer einbaue oder irgendwas. Vielleicht wird es auch langweilig, keine Ahnung. Ich habe ein paar Sachen zu Anno 2205 gehört. Gute Sachen, schlechte Sachen. Manche finden es ganz toll, andere finden es ganz furchtbar. Ich muss mir jetzt selber mal ein Bild davon machen. Von Anfang an bin ich, by the way, übrigens ein riesen Anno-Fan. Schon immer eigentlich, weswegen ich auch gar nicht weiß, warum ich das noch gar nicht gespielt habe. Ich meine, es ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile auf dem Markt. Aber irgendwie hat es sich noch nicht ergeben und ich hatte mich lieber noch mit den anderen Teilen beschäftigt. Aber dieses gnadenlose Angebot jetzt hat mich dann doch dazu bewogen, mir das jetzt gleich mal zu shoppen. Und dann würde ich sagen, schaue ich da jetzt mal mit euch zusammen rein. Wir drücken einfach mal auf Start und schauen mal, was passiert. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Hallo Adam. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Ja, danke. Vielen Dank. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen ihrer Firma anmelden. Okay, geben Sie einen Firmennamen ein. Ja. Es ist doch nur Papierkram, nichts, womit man sich lange auseinandersetzen muss. Ja, yep. Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir nehmen jetzt einfach mal Melodia Inc. Why not? Und bestätigen das mal. Danke, aber ich muss auch Ihr Firmenlogo sehen. Natürlich. Zum Zwecke der Identifizierung. Natürlich. Okay, also die hier unten sind anscheinend gesperrt. Sammeln Sie Erfolgspunkte, um dieses Logo freizuschalten. Wahrscheinlich die, ach hier auf der Rückseite sind auch noch zwei. Die anderen hier können wir freischalten. Was haben wir denn da? Wir haben hier so verschiedene Sachen. Okay, wir nehmen mal den verwirrten Panda. Den finde ich gut. Der steht für Melodia Inc., ein verwirrter Panda. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt.
Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Okay. Also wie ich sehe, müssen wir jetzt hier erstmal einen Sektor wählen. Also das hatte ich, ich glaube, bei GameStar im Bericht oder so schon mal gehört. Es gibt keine random generierten Karten mehr. Wir müssen uns jetzt hier quasi einen Sektor aussuchen, auf dem wir starten. Wir haben hier niedrigen Salzgehalt, Geschäft mit dem Damm. Dann haben wir hier die zweite Welle, Schiefergebiet. Hier unten haben wir hohe Luftfeuchtigkeit, die Schatzsuche, tiefe Feldspatvorkommen, die verlorene Arche, Flutebene, neues Leben, tiefe Kobaltvorkommen, schmutzige Machenschaften. Ich gehe jetzt mal davon aus, ist das der Schwierigkeitsgrad? Genau, Anfängerschwierigkeitsgrad Standard. Ich würde sagen, wir fangen einfach oben direkt mit dem ersten an. Ich würde sagen, da machen wir dann einfach mal so weiter. Wir nehmen mal hier niedrigen Salzgehalt. Ist das was Gutes? Produktionsrate plus 20%. Ja, nehmen wir doch einfach mal das direkt. Ach, ist schon angewählt. Okay, bestätigen. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Ah, ja. Alle Einzelheiten festklopfen. Ja, wir haben Standard, Fortgeschritten, Experte und Veteran. Rettungspakete und kein Bankrott ist hier der Hauptunterschied, glaube ich, oder? Ja, Startkapital wird natürlich nach hinten raus immer weniger. Dann haben wir hier volle Baukostenrückerstattung, Abrisskosten, kostenfreie Gebäudeversetzung, keine Gebäudeversetzung. Ja. Ach so, hier erhöhter Ertrag des Lagerhauses. Ja, gut. Natürlich, wenn ich jetzt nicht für ein Let's Play spielen würde, das soll ja auch ein bisschen interessant werden, würde ich jetzt natürlich auf Veteran spielen. Ich meine, das ist ja total klar. Jeder, der so ein Spiel zum ersten Mal spielt, spielt natürlich direkt auf Veteran. Aber damit wir jetzt auch ein bisschen mehr Startkapital haben und ein bisschen schöner bauen können, würde ich jetzt einfach mal auf Standard spielen. Ich denke, das passt dann schon. Wie gesagt, ihr könnt es ja gerne selber kaufen, wer es von euch noch nicht besitzt, und direkt hier auswählen, was ihr wollt. Ich beginne jetzt erstmal auf Standard, das kann man mit Sicherheit später auch noch umstellen. Es ist doch nur Papierkram. Nichts, womit man sich lange auseinandersetzt. Eben, deswegen nehmen wir das jetzt einfach und drücken mal auf Start. Ja, wir wollen ins Walbruck-Becken. Los geht's. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden Sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Aber bleiben Sie aufmerksam. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass eine Firma der Big Five den kaputten Damm seit einiger Zeit überwacht. Das könnte sich irgendwann als nützlich erweisen. Aber Ihr Hauptziel ist, hier einen Raumhafen zu bauen. Ja, wow. Also eins muss ich schon mal direkt loswerden. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. Gut, eins muss ich direkt mal loswerden. Es sieht ja wirklich, wirklich gut aus. Und ich habe es nur auf Mittel gestellt, zum Großteil auf Mittel gestellt. Kann ich hier irgendwo Pause drücken, wenn ich so viel schwätze? Ich weiß, es sind viele Dinge zu beachten. Ja. Aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der sie auf alle nötigen Informationen zugreifen können. Okay. Ja, anscheinend erstmal noch nicht, aber wie gesagt, mein Aufnahmerechner ist jetzt nicht der allerbeste aktuell, aber es sieht trotzdem mega, mega gut aus. Also ich bin schon mal sehr aus dem Häuschen. Ja, dann schauen wir doch mal direkt, was unsere erste Aufgabe ist. Also, Mondlizenzierungsprogramm 01 in Arbeit. Einen Raumhafen aufbauen bedeutet viel Arbeit. Holen wir die Profis dafür. Werben Sie Arbeiter an. 0 von 50. Also das ist wahrscheinlich die Hauptaufgabe. Werben Sie die Arbeiter an. Also wir müssen jetzt 50 Arbeiter anwerben. Bauen Sie ein Wohnhaus. Und verbinden Sie es mit dem Lagerhaus. Ist das hier das Lagerhaus? Logistik-Lagerhaus. Genau, hier oben steht es auch. Lagerhaus.
Dann haben wir, bauen Sie eine Reisfarm, bauen Sie eine Sonnenblumenfarm, bauen Sie Biopolymerfabrik. Natürlich. Das ist jetzt genau hier unsere Aufgabe. Dann haben wir hier unten Tutorial. Willkommen bei Anno 2205. Im Kern ist Anno 2205 ein Wirtschaftsaufbauspiel. So wie alle anderen Teile von Anno auch. Ihre Aufgabe ist es, eine wachsende Bevölkerung mit Waren und Diensten zu versorgen. Ja. Errichten Sie Wohnungen und Fabriken vom Baumenü aus. Ja, machen wir gleich. Wenn Sie Wohnungen bauen, können Sie die Maustaste gedrückt halten, um ein Gebiet damit zu füllen. Ach, okay, man kann also quasi hier rüberziehen. Hey, das wollte ich nicht. Nee. Benutzen Sie die mittlere Maustaste oder Punkt und Komma, um Gebäude zu drehen. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir erstmal. Was haben wir? Hier unten ist das Baumenü. Dann haben wir hier Arbeiter, Ornamente. Ah, Deko. Mit Deko beschäftigen wir uns dann ein bisschen später, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir bauen erstmal ein bisschen und gucken dann mal, was wir noch so dekorieren können. Arbeiter, was haben wir hier unten? Warenübersicht. Gemäßigt. Ist das der aktuelle Stand? So wie früher mit Bauern und dann Aristokraten und so ein Kram? Heißt das gemäßigt? Ich weiß nicht. Wobei, das müssten ja eigentlich dann die Arbeiter sein, oder? Naja, schauen wir mal. Hier haben wir auf jeden Fall Bioharz, Landwirtschaftsware, stark haftend. Dann haben wir hier Biokost, auch Landwirtschaftsware, einfach und biotisch. Und hier unten haben wir Biopolymere, denn Plastik ist so 2070. Ja. Coole Anspielung übrigens auf den anderen Anno-Teil. Dann haben wir hier Flotte rufen. Schicken Sie Ihre Flotte in diesen Sektor. Möchten Sie Ihre Flotte in diesem Sektor abrufen? Dann nein, wir wollen den Sektor nicht verlassen. Ja, hier unten haben wir Versetzen. Okay, das ist einfach so ein Maustool. Da können wir dann wahrscheinlich die... klicken wir das mal weg. Tschüss. Können wir dann wahrscheinlich die Gebäude versetzen. Die Pipette, damit können wir kopieren. Den Abrisshammer haben wir hier unten. Befördern. Okay. Klicken Sie auf ein geeignetes Gebäude. Gut, wir haben noch keine Gebäude, das finden wir wahrscheinlich später raus. Arbeitskraft. Gestellte Arbeitskraft. Angestellte 0. Lagerhäuser 100. Benötigte Arbeitskraft. Keine Ahnung. Unterhaltskosten 0. Arbeiterkraftbilanz. Arbeiterkraft 100. Ist das sowas wie unser Geld? Apropos Geld? Nee, das hier oben ist unser Geld. Credits. Okay, unsere Credits steigen. Wir machen zwar nichts. Ich laber euch nur voll, aber die Credits steigen. Also ist alles im grünen Bereich quasi. Die Credits-Bilanz. Genau. Okay, also unser Lagerhaus bringt 300 Credits. Okay, schauen wir mal. Dann haben wir Angestellte 0. Sie haben niemanden angestellt. 20 Biopolymere, denn Plastik ist so. Ja, das hatten wir ja gerade schon. Das ist wahrscheinlich jetzt unser Standard-Baustoff. Also das, was sonst bei den anderen Anno-Teilen am Anfang immer Holz ist, ist jetzt wahrscheinlich hier Biopolymere. Dann haben wir hier oben, zurück zum Startbildschirm, das wollen wir nicht. Melodia Inc., namenlose Firma. Hä? Ich dachte, der Name ist Melodia Inc. Oder ist namenlose Firma, bedeutet das den Stand, den wir haben? Keine Ahnung. Nächste Stufe bei 102 Angestellten. Ich klicke mal drauf. Ah ja, dann kommen wir hier in so ein Übersicht, das gucken wir uns später dann mal an. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal direkt was. Und zwar bauen wir, was haben wir denn hier? Straße. Und hier haben wir Wohnhaus. Angestellte liefern ihnen Credits und Arbeitskraft im Tausch gegen grundlegende Konsumgüter. Also genau wie bei jedem anderen Anno. Angestellter bietet Arbeitskraft, geringen Umsatz. Genau, die zahlen halt quasi Steuern. Und brauchen wir keinen Marktplatz eigentlich? Kann ich jetzt hier... Okay, wir können also... Okay, das hat sich auf jeden Fall geändert. Wir brauchen jetzt also keinen Marktplatz oder so einen Mittelpunkt. Ich glaube, bei den anderen Anno-Teilen war es immer ein Marktplatz. Ich glaube, auch beim letzten. Wir brauchen also keinen Marktplatz mehr, der quasi immer der Mittelpunkt von einem freigegebenen Gebiet ist. Okay, interessant. Ich baue jetzt einfach mal hier so ein Stück Straße. So, zack. Machen wir mal ein bisschen... Okay, das sieht cool aus. Was haben wir denn hier? Ist das ein Schild? Eine Laterne. Entschuldigung. Sehr schnelle Bewegung. Gut, dann bauen wir hier mal ein Haus dran. Ah ja, genau. Hier kosten ein Biopolymer. Zack. Direkt mal ein Haus. Wir sind bereit.
Arbeiter Steve. Hallo, Arbeiter Steve. Tschüss, Arbeiter Steve. Ich wollte eigentlich noch deine Bubble vorlesen. Aber gut, dann lassen wir das. Wir bauen jetzt einfach mal ein paar mehr hier. Zack, zack, zack. So, dann bauen wir hier nochmal die Straße drumherum. Ja, ich mach schon. Okay. Achso, gedrückt halten. Okay, so. Jetzt haben wir hier mal so ein kleines Mini-Wohngebiet. Ich zoome mal ein bisschen rein, dann können wir uns das mal ein bisschen angucken. Okay, wir haben ein... Ups. Okay, das lässt sich blöd koordinieren. Okay, also unsere Bewohner reden jetzt auch. In meinen bescheidenen Räumen. Hallo. Treten Sie ein und setzen Sie sich. Okay, machen wir später. Okay, Arbeiterwohnhaus. Hier oben wird die Zufriedenheit angezeigt. Also das ganze Interface ist im Prinzip so ähnlich wie bei den anderen. Halt ein bisschen angepasster und neuer natürlich. Aber ansonsten hier unten sehen wir Biokost, Wasser, Informationen. Kann dir hier mal jemand helfen? Ja, machen wir gleich. Okay, oh, oh. Wir gucken mal. Also Biokost haben wir wahrscheinlich noch im Lager, schätze ich. Reisfarm produziert Biokost. Die haben wir vermutlich noch im Lager. Aber Feiertage sind ziemlich toll. Wir bauen mal. Okay, also es sieht so aus, als wäre das Gebäude dann so auch schon fertig. Also man, bei den anderen Teilen musste man ja meistens die Farmen drumherum platzieren. Das sieht jetzt aber schon fertig aus. Liefere Biokost, die ihre Angestellten benötigen. Produziert pro Minute 5 Biokost. Ah ja, okay, das ist glaube ich auch neu, dass es jetzt direkt in Einheiten schon angezeigt wird. Also dieses Gebäude produziert 5. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir brauchen. Müssen wir mal gucken, das sehen wir bestimmt auch irgendwo. Kostet uns 500 Credits und ein Biopolymer, würde ich sagen. Bauen wir das doch mal direkt hier. Sehen die Ergebnisse Punkt aus. Und Komma. Ah ja, genau, wir drehen das mal und bauen das einfach mal hier so direkt neben die organische Nahrung Stadt. Wird von vielen Megacorps als unnötiger Luxus eingestuft. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Naja, wenn sie Hunger haben, müssen wir denen doch was zu essen geben, oder? Ich dachte jetzt nicht, dass ich da eine Auswahl habe. Okay, nutze Bioharz, um Biopolymere für Bauprojekte zu produzieren. Also brauchen wir erstmal Bioharz. Das kriegen wir durch Sonnenblumenfarm, natürlich. Sonnenblumenfarm. Ich zoome mal ein bisschen ran, gucken wir uns die mal an. Können wir verwenden. Okay, die ist echt schön. Ich setze die mal gleich hier vorne an unseren Lagerhafenplatz, wie auch immer. Ich ziehe hier mal ein Sträßlein rüber. Und setze mal hier die Farm dran. Gewöhnen Sie schon an den Geruch. Wow, oh, das. Oh, hallo. Brauchen wir. Fällt mir gerade ein Lagerhaus, gibt's auch nicht, oder? Nee. Also, sonst gibt's ja immer Lagerhäuser, die dann quasi um diese. Na, komm mit dir, Hirn. Um die Produktionsgebäude platziert wurden, wo dann die das so direkt hingebracht haben, aber das gibt's jetzt hier anscheinend auch nicht, oder? Ich hab's übersehen. Nee. Nee, nein, nein, ich möchte nicht die Flotte rufen. Jetzt geht das wieder los. Nee, gibt's nicht. Ornament, hier ist nur die Dekoration. Nee, scheint es nicht mehr zu geben. Wo habe ich die Schlüssel hingelegt? Okay, was haben wir denn schon geschafft? Werben Sie Arbeiter an. 12 von 50. Bauen Sie Ach, wir sollen 25 Wohnhäuser bauen. Genau. Bauen Sie eine Reisfarm, haben wir gemacht. Bauen Sie eine Sonnenblumenfarm, haben wir gemacht. Bauen Sie eine Polymerfabrik. Ja, bauen wir die doch mal. Wie groß ist die denn? So. Oh, mein Daumen. Ich würde die vielleicht jetzt mal. Wie groß ist denn die Sonnenblumenfarm? So. Dann würde ich die Polymerfarm hier so hinsetzen, dass wir die noch dahin bauen können. Das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Gut. Dann können wir hier nämlich noch so eine Sonnenblumenfarm dazwischen setzen. Okay, hier läuft jetzt, fährt jetzt aber ein Auto. Hallo? Kann ich dich anklicken? Nein, kann ich nicht. Also fahren die jetzt generell immer hier in die Basis zurück? Interessant. Müssen wir mal beobachten. Weil dann sollten wir ja schon die wichtigen Produktionsgebäude hier vorne in der Nähe errichten, schätze ich. Wir schauen mal. Ich baue jetzt mal hier noch die Kreuzung ein bisschen weit. Setze mal hier noch mal genau so 6 Häuser hin. Und zack, schließe die mit der Straße an. Gut. Fehlen immer noch ein paar, aber dann haben wir das jetzt schon mal erledigt. So. Was ist denn jetzt hier mit dieser Warenübersicht? Ah, okay. Jetzt habe ich es geschnackt. Also, hier sehen wir die aktuellen Güter, die wir produzieren können, die wir herstellen. Zum Beispiel wie jetzt hier Reis, also was, wie hieß es? Biokost, genau. Die Reisfarm hier stellt jetzt her, stand das denn? Hier stand das, glaube ich.
Ah ja, genau, hier. Stellt her 5 pro Minute. Ich kann nicht glauben, dass sie uns so behandeln. Und hier steht jetzt Produktion 5, Verbrauch 2. Das hatten wir, glaube ich, in den anderen Anno-Teilen, wenn ich mich richtig erinnere, nicht. Also haben wir jetzt quasi ein Plus von 3 an Biokost. Das ist eine ganz schöne Übersicht, die uns, glaube ich, in den anderen Teilen gefehlt hat. Ob es das jetzt natürlich einfacher macht oder nicht, weiß ich nicht, wird sich zeigen, aber ist schon mal ganz nett. Was haben wir denn hier unten? Wir produzieren 10. Ach so, das ist auch schon, das ist nicht unser Lager quasi, sondern das ist quasi unsere aktuelle Bilanz. Wie ist denn unser Lagerbestand? Wo sehen wir den denn? Hier schon mal nicht. Müssten wir ja eigentlich irgendwo sehen können. Oder haben wir gar keinen Lagerbestand für solche Sachen? Wahrscheinlich haben wir dann gar kein Lager. Weil die Biopolymeren sehen wir hier oben. Und alles andere, dann wird wahrscheinlich einfach dauerhaft 3 übrig sein, würde ich jetzt mal schätzen. Großer Überschuss. Kann ich hier nichts verkaufen? Was haben wir denn hier unten noch? Geoengineering von Sektor. Eigenheiten. Ah ja. Achso, das ist das, was wir vorher schon gesehen haben mit niedriger Salzgehalt. Okay, was haben wir hier? Das ist dasselbe. Minimap. Ah ja, hier ist die Minimap wieder. Hier haben wir Gebäude-Schnellansicht. Wohnhäuser. Ah, okay, hier können wir dann quasi das direkt anwählen. Sonnenblumenfarm, so. Sind wir dann direkt da. Okay, das ist ganz cool. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Das hätte ich mit Sicherheit schon öfter mal gebrauchen können. Und hier haben wir Bevölkerungsmenü. Automatische Beförderung aktivieren. Nee, das wollen wir nicht. Das ist dann... Mopsen die immer die ganzen Rohstoffe, das kann ich nicht so leiden. Gut, unsere Minimap, die ist hier. Wo sind wir denn? Wir sind hier. Ich scroll mal ein bisschen raus. Was ist denn das hier? Das interessiert mich schon die ganze Zeit. Zum Sammeln anklicken. Das ist einfach nur ein Biopolymer. Okay, das liegt halt einfach da in der Pampa rum. Cool. Also wir sind hier. Hier ist unsere Hafen quasi. Das ist unsere Raumhafengerüst. Was habe ich denn alles mit Raumfahrt? Das brauchen wir dann wahrscheinlich später, wenn wir den Mond besiedeln wollen, weil das geht ja in dem Teil jetzt hier. Dann haben wir hier unten, wer bist du? Schön, dass du vorbeikommst. Oh, schicke Brille. Hallo Nick. Nick ist also ein Händler. Bei Nick können wir Biopolymeren kaufen und Bionahrung, Angebot. Und er möchte anscheinend Harz. Das da draußen ist eine harte Welt, mein Freund. Vergiss das nicht. Kein Problem, mache ich nicht. Genau. Das ist also so ein Händler. Jetzt muss ich. Ja, wir brauchen es jetzt eigentlich gerade nicht, sonst hätte ich jetzt mal ausprobiert, was zu kaufen, wie das so funktioniert. Aber das können wir ja später machen. Was haben wir hier? Ah, hier können wir also quasi einen Lagerplatz bauen. Ah, okay. Also wir können jetzt auch nicht mehr einfach so an eine Insel ranfahren und überlegen, gehen wir hier hin oder hier hin. Das wird dann einfach quasi direkt entschieden. Was haben wir hier? Dieser Ort ist perfekt für eine Brücke zur anderen Seite geeignet. Aha. Wenn Sie hier eine errichten, erhalten Sie Zugriff auf neues Baugebiet. Okay, also dieses ganze, ich nehme Bauland in Anspruch und so, das ist jetzt hier alles ein bisschen anders geregelt. Da muss man das quasi dann einfach über so, ja, vorgefertigte Buttons machen. Hier könnte ein Kraftwerk hin, aha. Hier ist wieder Platz für eine Brücke. Okay, hier könnten wir dieses Land besiedeln. Oh, ein Biopolymer. Praktisch. Okay, also man kann jetzt nicht mehr mit seinem Schiffchen das voll beladen, einfach hier rüberfahren und sagen, ich nehme das jetzt mal in Besitz. Auch eine interessante Mechanik. Ist halt anders. Also anders heißt nicht immer gut, anders heißt nicht immer schlecht. Wir lassen uns mal überraschen, wie das so wird. Ich baue jetzt hier mal noch ein bisschen ein paar Wohnhäuser, damit wir mal unsere Basis-Start-Quest beenden. Neues Gebäude verfügbar. Neue Baupläne verfügbar. Okay, habe ich gerade gesagt schon. Transportzentrum. Was ist denn ein Transportzentrum? Versorgt Ihre Fabriken mit Logistikdiensten, um die Produktion hochzuhalten. Bietet 25 Logistik. Okay. Brauche ich das? Logistik. Wir haben aktuell 3. Distanzkosten 1. Okay. 1. Distanzkosten 0. Das checke ich noch nicht so ganz. Tutorial. Wow, das ist jetzt nicht hilfreich.
Ja, gute Frage. Wir können das ja dann mal bauen demnächst. Was haben wir denn hier? Windpark. Liefert Energie, Fabriken zu betreiben. Die Produktivität sinkt, wenn sie die Wirkungszone vieler Windparks überlappen. Ja, okay. Also wie bei den Windrädern bei den Echos im 2070. Okay, also das wäre jetzt quasi der blaue Kreis ist quasi der Radius von dem Windpark. Und wenn sich halt mehrere Windparks, wenn die zu nah aneinander sind, nehmen die sich quasi den Wind gegenseitig weg und dann sind sie nicht so effektiv. Wir brauchen aber, glaube ich, gerade noch keinen Strom, oder? Das braucht 10. Standardwert 10. Haben wir schon Strom? Ja, wir haben Strom. Hier unten 45. Wir haben Kraftwerke, keine aktuell, haben wir noch nicht gebaut. Das Lagerhaus oder die Lagerhäuser bringen 70, wir verbrauchen 25, das heißt, wir haben 45 übrig. Ah, und hier unten sehen wir auch die Logistik. Okay, interessant. Also, Transportzentren haben wir aktuell 0. Unser Lagerhaus bietet aber 50 LKWs, sag ich jetzt einfach mal, oder Autos halt. Wir benötigen aktuell 7, das heißt, wir haben 43 übrig, also brauchen wir aktuell weder das Transportzentrum bauen, noch den Windpark. Okay. Wäre nett gewesen, wenn das mal jemand erklärt hätte, aber wir haben es auch so verstanden. Gut, dann bauen wir mal hier noch Häuser hin. Und noch ein Sträßlein drumrum. Wie viele fehlen denn noch? 1. Wow. Ja komm, dann machen wir hier hinten mal noch... Machen wir da mal noch... Wo war es denn jetzt hier? Dann gehen wir noch 2 dran, so... Dann müssten wir das jetzt hier... Genau, jetzt ist hier unten 25 von 25 Wohnhäusern. Haben wir geschafft? Wie viele passen denn hier rein? Ich erwarte, dass jemand vom Management... Ihre Bauarbeiter gehören zu den Ersten, die bereit sind. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Okay. Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Mhm. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Okay, machen wir. Ah, okay, wir haben jetzt quasi die zweite Quest oder den zweiten Abschnitt. Wie geschmiert. Im Raumhafen ist mit... Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Okay, unterbreche mich nicht dauernd. Im Raumhafen ist mit Ihr Raumhafen ist mit Highspeed-Technologie ausgestattet. Das verlangt nach bestens ausgebildetem Personal. Werben Sie Administratoren an. Produzieren Sie Wasser. Werben Sie mindestens 200 Arbeiter an, bauen Sie ein Infozentrum. Befördern Sie die Angestellten, die in einem zugewiesenen Wohngebäude leben. Gut, also wir müssen jetzt quasi für die zweite Questreihe hier einmal unser Volk quasi aufsteigen lassen in die nächste Bevölkerungsstufe. Und jetzt haben wir hier unten wieder ein neues Tutorial. Bauen Sie immer weitere Wohnungen und Fabriken. Denken Sie daran, mehr Leute brauchen auch mehr Waren. Gut, das gibt Sinn. Überprüfen Sie Ihre Warenbilanz in der Warenübersicht V. Ah ja, ich drück mal V. Versuchen Sie eine Bilanz zwischen 0 und 1 zu erreichen. V. Ah, hier unten. Ah, okay. Gut. Also, am besten ist zwischen 0 und 1, dann muss halt positiv sein, damit alle was abkriegen. Verstehe ich. Bauen Sie weitere Reisfarmen, um Ihre Angestellten zufriedenzustellen. Prüfen Sie die Zufriedenheit Ihrer Angestellten, indem Sie auf eine Wohnung klicken und im Menü finden Sie den Beförderungsknopf. Ja, okay. Das blenden wir mal aus. Wir müssen also mehr Wohnungen bauen und alle aufsteigen lassen. Ich habe nichts dagegen, hier zu arbeiten. Das ist aber schön. Aktuell können 2 Arbeiter... Ach, hier wohnen jetzt 2 von 5 Arbeitern pro Gebäude. Interessant. Die wollen Wasser, die wollen Informationen. Wie viele wohnen hier? Überall 2? Okay. Zufriedenheit... Okay, ich kann jetzt hier aktuell nichts einstellen. Grundlegende Bedürfnisse. Anklicken, um grundlegende Bedürfnisse zu zeigen. Achso, das ist wahrscheinlich hier unten das. Wir müssen uns um Wasser kümmern. Dann machen wir das doch direkt mal. Bevor ich das jetzt aber mache, mache ich mal hier ein bisschen die Musik leise. Ich glaube, die ist doch ein bisschen laut. Was haben wir denn hier? Spieleeinstellungen. Gameplay, Audioeinstellungen. Ich mache mal die Musik. Ich mag die Anno-Musik zwar echt gerne, aber ich mache die jetzt mal auf 60%. Ich denke, das passt. So. Wenn nicht, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare für die nächste Aufnahme, dann kann ich das ja nochmal abändern. Ich höre dann auch in der Aufnahme nochmal rein, aber ich denke, 60% sollte reichen, sonst ist es
dann doch dominierend. Man hört dann halt auch vom Rest nichts mehr, außer ich zoome so nah ran. Und das wäre ja schade.